Nach den Ergebnissen der Bundestagswahl am Sonntag erscheint eine Jamaika-Koalition als sehr wahrscheinlich. So auch aus der Sicht des Bad Uracher FDP-Politikers Helmut Hausmann. Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister war bei uns zu Besuch in der RTF1-Redaktion. Dabei äußerte er sich nicht nur über das positive Ergebnis seiner eigenen Partei, der FDP, sondern nahm auch Stellung zum Aufstieg der AfD und möglichen Koalitionen, die sich jetzt aus dem Wahlergebnis ergeben. Die Partei von Helmut Hausmann ist ein klarer Gewinner der Bundestagswahl. Über das Ergebnis der FDP ist der Politiker sichtlich erfreut. Jedoch hätten solche Wahlergebnisse immer zwei Seiten. Das Vordringen der AfD findet Hausmann beängstigend. In seinen Augen handelt es sich dabei um eine europaweite Entwicklung. Was mich ebenfalls traurig stimmt, ist ein gewisser Niedergang der Sozialdemokraten. Ich bin damals im Bundestag gewesen, in einer sozialliberalen Koalition. SPD wird auch international als Stabilitätsfaktor in Deutschland gesehen. Aber auch hier gibt es eine Tendenz europaweit. Den Rückzug der Sozialdemokraten in die Opposition kann Hausmann verstehen. Somit wäre die SPD die erste Oppositionspartei und nicht die AfD. Sie hat eine Tendenz zuzuspitzen, das dann zurückzunehmen. Und die anderen Parteien verfangen sich zu sehr in einer Reaktion darauf. Die großen Themen in der Wirtschaft, in der internationalen, in der Europapolitik sind andere. Da hat die AfD keine Antworten. Wenn sie keine Antworten hat, dann sollte man auch darüber hinweggehen und sie stellen. Also man muss sie inhaltlich stellen und sich nicht provozieren lassen. Durch den angekündigten Rückzug der SPD aus der Regierung in die Opposition bleibe als mögliche Koalition eigentlich nur noch die Jamaika-Koalition. In Hausmanns Augen nicht die schlechteste Lösung, sondern ein demokratischer Fortschritt. Die FDP hat in der Tat gefehlt. Wir hatten eine große Koalition, die viel Gefälligkeitspolitik gemacht hat, und die ja dann von einer überwiegend linken Opposition eher kritisiert wurde, das ist alles zu wenig. Da hat sich eine Lücke aufgetan und die hat die FDP insbesondere natürlich auch durch die Persönlichkeit von Herrn Lindner toll genutzt. Verpflichtet natürlich auch, dass die Wähler in der Mitte ihre Interessen nachher in der Koalition wiederfinden. Die Angewohnheit der Parteien, sich auf ein Wahlthema zu spezialisieren, ist in Hausmanns Augen eine Gefahr, die im Nachhinein den demokratischen Konsens erschweren würde. Die Parteien sollten sich schon im Wahlkampf bewusst machen, was sie gemeinsam für Deutschland tun könnten. Und gemeinsame Interesse ist natürlich, mitten in Europa eine stabile Regierung zu bilden, die sich um die Fragen der sozialen Gerechtigkeit kümmert, natürlich auch um wirtschaftlichen Fortschritt. Das ist wichtig, was Herr Lindner und die FDP macht, um moderne Ansätze der Digitalisierung, aber auch gleichzeitig mit den Grünen das zentrale Thema der Ökologie praktisch betont. Eine Koalition aus einer konservativen Partei, einer modernen, reformorientierten Partei und einer ökologischen Partei könne sich der frühere Bundeswirtschaftsminister daher gut vorstellen.